da steht eine Condor blauen Streifen. Hinterteil blauen Streifen weg. Bin ja früher gehört. Die sind deutlich, früher deutlich ruhiger geworden. Und der Hangar von Unfalltechnik ist komplett weg. Noch nicht mal ein Rest erinnert an die gute alten Zeiten. Und auch die Unfalltechnik geht jetzt auch frei. Jetzt hat die Unfalltechnik nur noch an den Flughäfen Hamburg, Frankfurt und München Technikstandorte. Und hier in Düsseldorf sind die leider weggezogen. Eurowings eben ein Hub von Eurowings ist der neue Heimatflughafen. Da kommt die Boeing 737-8. 737-8 von Condor Airlines aus Gran Canaria. Und dahinter kommt der A320, der Lufthansa aus München. Eigentlich ein Flug, auf den man so festsichten kann. Generell auf Inlandsflüge. Da es ja diese Deutsche Bahn gibt. Und ICE von Düsseldorf nach München dauert ungefähr zwischen 5 bis 6 Stunden. Da ist eine Momento und eine Boeing 737. Das sieht sehr schön aus, der Flieger. Und da kommt noch ein A320, der Lufthansa. Ist die Airbus A220 als Swiss aus Zürich. A03. Sprich direkt hier vorne. Geil, cool. Und da das Terminal die Hangar nicht mehr steht, hat man einen wunderschönen Blick auf die Gates A03 bis A04. Jetzt so auch mit A05. Mann, schade, ich habe mich so Pegasus jetzt hier verpasst. Pegasus. Die rein quasi so reine Kopie aus der Türkei. Ja, die sind fast glaube ich sogar teilweise sogar noch schlimmer als der irische Low-Cost-Carrier. Ich bin noch nie wieder so Ryanair geflogen, aber ich habe von einigen gehört, dass Ryanair überall spart. Ich habe mal vor, wenn ich einen Flug wieder rein, also fliege. Aber mal schauen, vielleicht werde ich das doch tun. Zumindest in
zumindest in eine Richtung, wenn der Flugpreis so günstig ist oder so. So günstigen Flugpreis ja auch nicht gut, denn dadurch leider, dass unser Personal, denn bei manchen Airlines arbeiten die so Pilotinnen komplett auf so eigenen Risiko, sprich sind Selbstständige. Und da ist eine A319 von Türkisch Airlines wieder aus einer Nudelstadt und dann werde ich dann wieder zurückgehen, werde ich wieder untergehen. Der A20 der Eurowings.